in die Bar mit mir. Auf zu Juni und King oder sowas. Wir gehen wieder in die Bar. Gucken aber diesmal nicht nach links und rechts. Da ist wieder Bobs Boffer. Und da ist Junko Sein. Schön, Sie wiederzusehen. Also, wo wir jetzt alle hier sind, die LSF hat einen wichtigen Auftrag für Sie. Interessiert? Ey, wir kommen an. King ist am Saufen. Ich drehe durch. Fassen Sie den Artefaktschmuggler. Der LSF liegen Informationen vor, dass ein gesuchter Verbrecher, Sean Ashcroft, eine Ladung illegaler Xeno-Artefakte in das New York-System schmuggeln will. Der LSF-Nachrichtendienst hat diesen Einsatz als mäßiges Risiko eingestuft. Ashcroft ist gut bewaffnet. Wow, unglaublich. Wir kriegen 4,5 Credits. 4,5 Credits. Boah, Alter. 4.500 Credits. Ja, warum nicht? Okay, hier die Einzelheiten. Die LSF weiß von einem Schmuggler, der Artefakte in den und aus dem Liberty-Raum schleust. Was für Artefakte? Außerirdische. Sie sind sehr alt und erzielen unter Sammlern einen hohen Preis. Liberty überwacht und beschränkt den Handel. Aber auf Anordnung der Präsidentin will die LSF ihn unterbinden. Kann ich bitte ausreden? Okay. Der Schmuggler heißt Sean Ashcroft. Wir observieren ihn schon eine ganze Weile. Wir haben Informationen, dass er eine Ladung durch das Colorado-Tor nach New York schleusen will. Wir wollen ihn. Stoppen Sie den Konvoi noch vor New York und bringen Sie Ashcroft zum Verhör. Aber Vorsicht, wahrscheinlich hat er Hilfe. Ich lade jetzt den Zugangscode zum Colorado-Tor in Ihr Neuronet. Zudem werden ein Traktorstrahl auf Ihrem Schiff installiert. Moment. Erzählen Sie ihm von dem Bonus. Was für ein Bonus? Ich habe die Zugangscodes für die anderen Liberty-Tore. Bringen Sie uns Ashcroft und Sie können sie haben. Wirklich? Wirklich. Ich muss noch einen Boxenstopp einlegen. Wir sehen uns im All. See ya. Okay. Yeah, die Codes für die Sprungtore, die ich auch schon vorher hätte benutzen können, glaube ich. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich glaube, man kann es auch schon vorher benutzen. Oder? Nee. Ah, Zwischensequenz. Wer ist das? Lonigan, bist du das? Wann hat man dich aus dem Krankenhaus entlassen? Du denkst, du bist in Sicherheit, aber das bist du nicht. Was faselst du da? Was denkst du wohl ist auf Freihafen 7 passiert, hm? Wurde in die Luft gejagt. Zusammen mit meinem Schiff, meiner Erzlieferung und der Million Credits, die du mir schuldest. Wie gewonnen, so zerronnen? Nein. Wir hatten einen Deal. Und der ist mit der Station zerplatzt. Puff. Das scheint alles schon so lange her. Spielt sowieso keine Rolle. Die wollen uns alle tot sehen. Wer will uns tot sehen? Die Männer. Von der Regierung. Sie werden das Manifest finden. Dann werden sie wissen, wer dort war. Sie sind schon hinter mir her. Aber ich bin schlau. Bin aus dem Krankenhaus getürmt. Du bist was? Getürmt? Musste sein. Die wollten mich holen. Weil ich was gesehen habe auf der Station. Ich habe gesehen, was uns das angetan hat. Und mir. Da waren diese Schiffe. Aber sie waren nicht da. Sie waren nicht... Lonigan, du redest völligen Unsinn. Du kapierst das nicht. Sie kennen der Typ ist völlig verstört. Wir müssen aus Manhattan verschwinden. Ich. Oh mein Gott, die Bullen. Hey, warte, Lonigan. Bam. In den Nacken. Und noch ein kleiner Elektroschrott für Trent. Ach ja, was ein Tag. Bam. Ich finde die Stelle so geil. Alles okay? Keine Ahnung. Was ist denn passiert? Zwei Männer haben mich überfallen. Oh, meine Brust. Wo ist Lonigan? Lonigan? Wer ist Lonigan? Die haben ihn mitgenommen. Reißen Sie sich zusammen, Trent. Denken Sie an Ashcroft und den Job. Ja. Das wird schon wieder. Los, Trent. Die Arbeit wartet. Und Sie kommen ganz sicher zurecht? Ich bin okay. Dann sehen wir uns, wenn Sie zurück sind. Weidmanns Heil. Ich fand's geil, wie King vorhin gesagt hat, Mann, sie sehen scheiße aus. Danke. Oh Gott, der Raucher schon wieder. Oh mein Gott, ein leuchtendes Dings da.
Nein, Umweltverschmutzung. Zlack. Was für eine Verschwendung. Umweltverschmutzung und Verschwendung. Er sollte sich schämen. Wir starten. Ach ja, los geht's. Mit der zweiten Story-Mission, die uns durch einen Sprung verführen wird. Ich hatte mir schon langsam Sorgen gemacht. Alles in Ordnung? Ja, bestens. Gut. Also was war da unten los? Wer ist Lonnegan? Hab ihn am Freihafen 7 getroffen. Wir hatten gerade ein Geschäft klargemacht, als die Station angegriffen wurde. Nee. Er wurde verletzt und ist seither in Behandlung. Ich habe auf seine Genesung gewartet, damit ich mein Geld bekomme. Und? Was hat er gesagt? Nichts über das Geld. Er sagt, er sei aus dem Krankenhaus geflohen und er würde verfolgt. Ich hielt ihn für verrückt, bis die zwei Typen kamen und ihn erschossen. Vielleicht war er doch nicht paranoid. Mann, ich sehe mein Geld nie wieder. Lebt wohl, Millionen Credits. Langsam, wir sind fast bei der Handelsroute. Wow. Eine Million Credits. Ja, auch im echten Spiel ist das eigentlich schon eine hübsche Stange Geld. Also so im normalen Schwert. So. Ja, das geht wohl. Das ist eine schöne hübsche Stange Geld, die ich auch gut gebrauchen könnte. Yeah, wir haben mehr Feuerkraft und wie ihr seht, geht unsere Energie auch schon wesentlich schneller jetzt runter. Wir haben jetzt 3 Lava Blade Geschütze und ja, 2 Justice so. Ich dachte, das sagen die nicht mehr. Okay, das wird wohl das letzte Mal gewesen sein. Moment mal kurz. Ich werde in letzter Zeit immer öfter gestört. Das nervt mich langsam echt. Ach ja. Ist nur ein kurzes Stück von hier zum Colorado-Tor. Los geht's. Richtig. Auf geht's. Da ist noch ein Schuttfeld. Brauchen wir eigentlich nicht zu wissen. Es dauert immer so 300 Jahre, bis man hier endlich weg ist. Aktivierungssequenz vollständig. Routensprung initiiert. Das hat er schon wieder gesagt. Seit dem Angriff auf Schulzki hat die Marine schwere Schlachtschiffe zu allen Sprungtoren beordert. Jedes Schiff vom und zum New York-System wird gescannt. Oh nein, ich habe doch meine 300 Kilo Drogen an Bord. Was soll ich nur tun? Over. Unity, hier Patrouille Gamma 6 mit Spezialauftrag der LSF. Erbitten Sprungerlaubnis nach Colorado. Over. Patrouille Gamma 6, Erlaubnis erteilt. Over. Roger, Gamma 6, Ende. Das war nicht übel. Auf geht's. Yay, durch das Sprungtor. Oh mein Gott, ein Ring aus weißem Licht. Oh mein Gott, ein zweiter Ring aus weißem Licht. Oh mein Gott, ein Portal oder was auch immer. Oh mein Gott, gut, wir werden alle sterben. Das Colorado-System. Meine Augen, sie verbrennen. Nein, nicht wirklich. Ladevorgang. Nee, doch nicht. Normalerweise kommt immer ein Ladevorgang. Und wir sind neben dem Sprungtor, richtig? Systemsprung erfolgreich. Alle Systeme grün. Trent, Position nahe der Handelsroute beziehen. Ja, ist ja gut. Hey Juni, Ashcroft wurde im Kepler-System gesehen. Wir wissen nicht, welchen Weg er nimmt, aber er scheint direkt zu euch zu kommen. Haltet die Augen offen. Over. Bestätigt. Trent, wir müssen jedes ankommende Schiff scannen. Fliegen Sie zum Wegpunkt und beziehen Sie Position. Gut, ja, ist ja Triebwerke gut. Aus. Wir warten hier. King? Ashcrofts Konvoi hat eben Colorado erreicht. Wir haben ihm bei Station Pueblo eine Falle gestellt. Bleiben Sie, wo Sie sind. Und lassen Sie seine Männer nicht entkommen. Over. Mist. Roger. Trent, wachsam bleiben. Ja, ist ja gut. Boah, ey. Die labern die ganze Zeit. Okay, das reicht wohl. Genau, auf Punkt genau da so stehen. Jetzt müssen wir warten, bis da was kommt. Oh, ein Transporter. Oh mein Gott. Da, ein Konvoi. Schiffe anvisieren und ihre Fracht scannen. Volltreffer. Ich geh rein. Na los, Trent. Na. Sie verstoßen gegen das Liberty-Artefakt-Gesetz und sind festgenommen. Triebwerke aus. Trent, nimm seine...
seine Triebwerke. Klar. Boah, er hat schon eine Rakete abbekommen. King ist gut. Egal, da haben... schon gut. Sind Sie verrückt? Feuer einstellen. Oder Sie werden zerstört. Ich hoffe, Sie haben gute Anwälte. Das hier ist Amtsmissbrauch. Ich verklage Sie. John Ashcroft, Sie sind verhaftet. Ich bin nicht Ashcroft, Blödmann. Das wird Sie Kopf und Kragen kosten. Was? Mein Name ist Cosmo van Nostrom. Merken Sie sich das. Ich werde gleich Ihr schlimmster Albtraum, Plattfuß, unrechtmäßige Festnahme, Willkür und Zerstörung meines Eigentums. King, unser Plan ist schiefgegangen. Ashcroft konnte bei Pueblo durchbrechen. Wir haben den Kontakt mit der Station verloren. Fliegen Sie sofort hin. Tempo. Bestätigt. Wir sind unterwegs. Das ist unerhört. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ich... Es könnte Ärger geben. Waffen bereit machen. Diesen Typen werden wir übrigens nie wiedersehen. Ach ja, das war ein Epic Fail unsererseits. Wir haben den falschen Mann erwischt und Ashcroft ist uns durch die Finger geglitten. Warum auch nicht? Und zudem wird jetzt Station Pueblo auch noch schön beballert. Da ist sie, Station Pueblo. Eine Agera-Basis. Und jede Menge Rogues. Level 2, oh mein Gott. Großer Gott. Mayday, Mayday, hier Station Pueblo. Wir werden angegriffen. Wiederhole, wir werden angegriffen. Hier Patrouille Gamma 6. Greifen Feind an. Gamma 6, wir sehen 6 Gegner. Mehrere Decks brennen. Die Lebenserhaltung bricht zusammen. Wir halten nicht mehr lang durch. Verstanden. Also dann trennt. Ja, die scheinen andere Waffen zu haben. Boah, ey, drei Leute auf mich oder was jetzt? Die scheinen aber stärkere Waffen zu haben. Die haben ja schon die Hälfte des Schiffs weggezogen. Boah, ey. Hallo, greift mal King an. So, der Typ ist auch weg. Die Station bricht auseinander, schnell! Er tut so gar nichts. Oh shit, mein Schutzschild ist weg. Ach ja. Muss ich bloß schön gucken, dass ich weg. Hä, warum geht nur mein Schutzschild so schnell weg? Müsste eigentlich viel mehr aushalten. Habe ich mich wohl ein bisschen verkalkuliert. Egal. Ich dachte, die wären nicht so stark. Oder ich bin aus der Übung. Ich bin kein Idiot. Dann geh sterben. So, der ist auch weg. Einer lebt noch. Schafft King den alleine? Nein, natürlich nicht. Er hat eine Mine geworfen mit sich selber in die Speer. Pueblo, Ihr Status. Lebenserhaltung in mehreren Sektionen ausgefallen, sonst okay.